Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir suchen die Schwerthaie in Zankeland und da hinten sind sie doch. Wunderbar. Denn wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, Hunger, Hunger und kein Durst. Aber wir bekommen jetzt gleich Nachschub. Mal gucken, vielleicht greifen die mich jetzt auch alle komplett an und die Folge ist schneller vorbei, als sie angefangen hat. Das könnte passieren. Ja, die sind ein bisschen schneller als wir. Wer hätte das gedacht? Aber sie kommen zurück. Greifen die mich an? Nee, ne? Boah, nice. Hä? Ist er weg? Was ist denn jetzt passiert? Oh, da, großes Fischfleisch. Was haben wir noch bekommen? Oh, Marlin Fischhaut. Marlino, Marlino. Komm zu mir, Marlino. Ich mache aus dir Bekleidung für meine Fuß. Ja, ja. Damit ich schneller im Wasser bin. Es tut mir leid, aber es muss sein. Wieso leuchten die denn alle rot, wenn ich einen treffe? Auch geil, dass sie nicht abhauen. Das ist auf jeden Fall... Oh, oh, oh. Jagen nach meinem Geschmack. Bisschen vielleicht auf den Sauerstoff achten. Könnte nicht schaden. Aber hey. Man kann nicht alles haben. Entweder Fischhaut oder Sauerstoff. Oh, Mann. Komm her. Ich will eine Harpune. Hallo. Ja. Ein noch. Ja, und den anderen auch noch. Einfach, weil wir es können. So, wunderbar. Oh, jetzt haben wir auch richtig schön viel Fleisch. Toll. Also Fisch, Fischfleisch, wie auch immer. Klasse. Es wird doch, Freunde, es wird doch. Knallen wir direkt auf den Grill. So. Können wir noch nicht sammeln. Jetzt basteln wir uns erstmal Seil. Ein Seil. Oh, wir brauchen Stoff. Sag mir jetzt bitte, dass wir noch Stoff haben. Die Krise, wenn jetzt wieder drei Stoff fehlt. Denn wir müssen Baumwolle anpflanzen. Gibt es bestimmt auf irgendeiner Insel. Ist das nicht vielleicht? Kann man nicht vielleicht? Haben wir hier Baumwolle? Nee, das können wir alles nicht abernten, ne? Aber das hier können wir... Können wir was pflanzen? Jetzt können wir nichts mehr pflanzen. Das abgelegt haben. Kann jetzt echt nicht sein, dass wir jetzt wieder keinen Stoff mehr haben. Aber wir haben Pilze. Pilze sind gut. Ach, und Angelköder? Bei den Pilzen. Können wir die Pilze auch anpflanzen? Nee, Pilzsamen gibt es nicht. Ach, das ist ja nicht gut, wenn man Pilze isst. Habe ich ganz vergessen. Sorry. Toll. Dafür ist unser Fleisch hier fertig. Können wir auch mal essen. Ja, das macht doch gut satt. Kann man nicht anders sagen. Ja, dann müssen wir jetzt wieder looten. Wir müssen wieder looten. Wir brauchen den Stoff. Können wir das hier nicht zu Stoff verarbeiten? Geht auch nicht, ne? Oder habe ich noch irgendwo Stoff? Nicht, dass ich jetzt vielleicht noch in der Kiste vom Schiff. Da kommen sie wieder! Sie kommen! Sie kommen! Angriff! Angriff! Geh weg! Aber er hat keine Waffe. Geh weg, du kleiner Nacki-Dai-Pirat. Na komm her, du. Komm her. Ha. Leg dich nicht mit Wolle an daneben. Ja. Oh. Tag 8, wir müssen uns ein bisschen merken, wann sie kommen. Guck mal, die haben es noch nicht so auf uns abgesehen. Die haben echt es auf unser Metall abgesehen. Oder auf unsere Berries. Habt ihr Stoff dabei? Oh, ein Wasser. Cool. Nehmen wir mit. Heieiei. Ja, wir müssen auch langsam anfangen, hier über Verteidigungsstrategien nachzudenken, wenn ich mir das so angucke. Der hat gar nichts mit. Bist du, ihr armer Schlucker, komm so nicht auf meine Insel. Du musst Kurtaxe bezahlen hier, damit du hier überhaupt drauf darfst. Ich bin ja froh, dass wir es mitbekommen haben. Was wollten wir gleich machen? Stoff holen, ne? Ich trinke erstmal das Wasser. Haben wir jetzt auch dann einen Becher? Nee, haben wir nicht, ne? Ja, dann sollte ich vielleicht nichts trinken. Dann sollten wir vielleicht erstmal schlafen gehen. Und vielleicht am nächsten Tag ist noch nicht Schlafenszeit. Och, jetzt hab dich doch mal nicht so. Ja, schwierig.
Wir brauchen Stoff. Gucke mal kurz, ob wir hier... Ja, wahrscheinlich können wir hier so Baumwollpflanzen oder sowas anpflanzen. Das wäre schon cool. Wir sollten vielleicht auch mal forschen. Metallabwehr, sowas sollten wir auch bauen. Guck mal, 5000, das bringt auf jeden Fall viel. Was hat denn so ein Fundament? 2500. Lagerfeuer. Boot. Wir können auch mal kurz gucken, was wir so erforschen können mit unseren Mittelchen, die wir schon haben. Und dann gehen wir schlummern. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. So, gucke mal. Armbrust, Metallaxt, Schrotteisenspeer. Damit können wir wahrscheinlich auch schneller looten unter Wasser. Ein Fischernetz. Oh, das ist nice. Das sollten wir mal erforschen. Das sollten wir machen. Das ist doch richtig cool. Komm, das machen wir. Brauchen wir Metall. Komponenten brauchen wir dafür. Haben wir doch, Freunde. Zack. Was haben wir hier noch? Schrottpanzer sollten wir vielleicht auch erforschen. Schrotthelm können wir erforschen, das bringt schon mal was. Wasserflasche, ja, brauchen wir noch nicht. Wir bewegen uns eh noch nicht so weit fort. Armbrust wäre ziemlich cool. Die brauchen wir auf jeden Fall, um dann auf diese Insel vordringen zu können. Wo auch dieser Sniper-Armbrust-Typi wartet. Dann bauen wir doch mal einen Helm, ne? Helmchen. Primitive Herstellung einer Handgranate. Primitiver Granat. Seit wann ist denn das hier? Weil wir was anderes erforscht haben. Brauchen wir mal einen besseren Speer. Und Bogen und Pfeil wäre auch schon mal gut. Oder war das die ganze Zeit da und ich habe es nur noch nicht gesehen? Kann ich auch nicht ausschließen, ne? Hier, Helm. Stellen wir mal einen her. Jawohl, passt auch sehr gut zu unserem Outfit. Bringt 5 Rüstung, das heißt, wir haben jetzt 8-fache Rüstung. Das ist sehr, sehr gut. Lederrüstung, kann man die noch oben drüber packen? Hier dann? Ist das hier quasi die Rüstung über der Kleidung? Müssen wir nochmal schauen. Können wir das nicht auch aus Metall bauen? Dafür brauchen wir Seile. Und Seile sind gerade sehr starke Mangelware. Aber das ist ja schon mal gut, dass wir ein bisschen Rüstung haben. Gehen wir erstmal. Ist es immer noch nicht Schlafenszeit? Ja, wann ist denn Schlafenszeit? Gut, dann eben nicht. Dann ist halt Essenszeit, ne? Wenn nicht Schlafenszeit, ist es Essenszeit. Da haben wir ja auch schon ein bisschen was zusammengesammelt. Wo ist denn unser Leder? Haben wir das auch hier vorne? Im Boot noch? Ja, 3 Stück. Wir können ja mal das Boot leer räumen. Dass wir looten gehen können wieder. Mal hier rüber. Packen die Sachen wieder aus. Und ich hoffe, dann ist Schlafenszeit, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erkenne hier langsam gar nichts mehr auf meinem Bildschirm. Die Komponenten waren hier. Leder können wir auch mal hier hin tun. Die Fischhauten nehmen wir mal mit. Dann können wir das unterwegs bauen. Das kommt hier hin. Können wir mal sortieren. Dann können wir den ganzen anderen Kladderadatsch da drüben hinpacken. Jetzt können wir doch schlafen, oder? Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Nee, ein bisschen Ordnung muss noch bleiben. So. 2 Fleisch haben wir dabei. Das Rohr können wir eigentlich auch hier lassen. Verdirbt es eigentlich. Sieht nicht so aus, ne? Gut. Dann gehen wir nochmal aufs Schiff. Aber bevor wir weitermachen, muss ich mal eine ganz kurze Pullerpause machen. Deswegen machen wir mal kurz Pause. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Die Pause ist vorbei und ich hoffe sehr, dass die Aufnahme noch läuft, weil diese Pausentaste, die ist so unberechenbar. Da weiß man nie, was passiert. Genauso wie ich nach dieser Pause. Ich habe im Übrigen noch was gegessen und noch dies und das und jenes gemacht und ruckzucki ist eine Viertelstunde vergangen. Für euch war es ja nur ein Sekündchen, wenn überhaupt. Habe ich natürlich vergessen, was ich hier eigentlich gerade machen wollte, ist ja klar. Aber mir ist eine Frage gekommen, eine wichtige, die ich euch gern stellen möchte, und zwar: Dieses Spiel scheint ja dann doch sehr loot-intensiv zu sein und die Frage ist jetzt, wollen wir das so handhaben in dem Let's Play, dass ich sowas wie diesen Bereich da leer looten alleine mache sozusagen, wie eben bei den Apartments, dass ich sowas alleine mache und wir uns dann hier eher so auf den Fortschritt konzentrieren, oder sagt ihr, nein, das gehört alles dazu, um Gottes Willen, Bolle, kannst du nicht alleine machen, dann müssen wir mitkommen, müssen wir gucken, was da auch zu looten ist. Das würde ich einfach mal so ein bisschen davon abhängig machen, wie ihr so in den Kommentaren, was ihr mir da so für ein Feedback gebt. Dann würden wir uns da vielleicht so ein bisschen nachrichten können.
Wäre ja vielleicht ganz schön. Also, haut mal in die Tasten. Geil. Keinen neuen Setzling bekommen. Das macht richtig Spaß. Wir brauchen jetzt was als nächstes? Fischhaut. Haben wir? Wir brauchten dieses andere. Diese andere Fischhaut. Diesen Stoff brauchen wir. Denn nur mit dem Stoff können wir gescheit dingsen. Und das machen wir jetzt. Hier, Flossen bauen. Vielleicht ist das mit den Flossen dann aber auch so viel schneller, dass das Looten gar nicht mehr so lange dauert. Das werden wir alles sehen. Ich hoffe, in dieser Folge noch, weil wir jetzt aufbrechen werden. Und... Nein. Hallo. Raus. Raus. Rein. Raus, rein. Ich fahre mal zu einer anderen Insel vielleicht. Ich habe jetzt keine Lust, wieder bei diesen Apartments abzutauchen. Das ist mir alles zu blöd. Da hinten, vielleicht ist da ja, ist das ja friedlich. Wir sehen es ja, ob es neutral ist oder nicht. Da vorne, das ist nicht neutral. Das sehen wir schon. Will ich auch nicht so nah dran vorbeifahren. Das da ist der Radio Tower, ne? Da waren wir auch. Das ist auch nicht neutral. Mal, könnte man im Vorbeifahren mal ein paar Granaten draufwerfen, ne? Mal gucken, wie die das finden. Sind das auch Nackis oder sind die schon ausgerüstet? Oh Mensch, da ist ein Haus hier an Land. Das ist eine Mutantensiedlung. Gut, eine Mutantensiedlung wird wahrscheinlich besiedelt von Mutanten. Zu diesem Haus würde ich auch gerne fahren. Bin mir aber sicher, dass da auch Mutanten drin sind. Vielleicht sogar Ratten, das wäre noch schlimmer. Wir fahren mal da vorne hin und gucken uns mal an, was das ist. So weit weg ist das. Da hinten. Nee. Das muss doch näher sein. Wir visieren es mal richtig an. Das da ist das. Kann eigentlich auch nicht sein, ne? So, ah, ich sehe da auch schon wieder so ein paar Hitzköpfe rumstehen. Toll. Kann es sein, dass hier überall Mutanten sind? Ja, es ist diese Insel hier. Wir fahren mal vorsichtig drumherum und gucken mal, was hier so zu sehen gibt. Ja, doch, da oben steht einer. Stehen mehrere. Gummientenninsel. Die Plünderer. Ja, klingt auch nicht so nach einem friedfertigen Volk, muss man sagen. Das Gummientenvolk. Und die haben Stühle. Sitzen da. Und die haben ein Auto. Mensch, ist das eine fortschrittliche Insel. Mensch, Mensch, Mensch. Man kann natürlich anhalten und da schnell hinlaufen und looten. Aber ganz ehrlich, da können wir aus Wasser leer looten. Was ist da hinten? Dieser Autobahnbrückenabschnitt. Oh, die sind, sehen auch schon ein bisschen heftiger aus, ne? Die hatten Kleidung, glaube ich. Ja, fahren wir doch mal dahin, gucken mal, was da los ist. Vielleicht ist das ja mal ein neutraler Ort. Finde ich eigentlich ganz gut, dass das angezeigt wird. Also, dass neutral oder feindlich einem angezeigt wird. Der Schwierigkeitsgrad wäre natürlich noch besser. Ich vermute mal fast, dass umso weiter man wegfährt, desto schwieriger wird es, ne? Wir haben jetzt gar keine Markierung bei unserer Insel, aber wir sehen ja, wo wir gestorben sind. Und von da finden wir, denke ich mal, immer unsere, beziehungsweise... Ja, wir werden es hier schon sehen. Unsere Insel ist beim Handelsposten 95%. Krass, das heißt, da gibt es auch noch was zu entdecken. Da ist ein Hubschrauber, cool. Und da oben steht doch schon wieder ein Gegner, oder? Die Brücke. Die Sklavenhändler. Ja, genau. Genau. Mit den Sklavenhändlern wollte ich mich jetzt anlegen. Unbedingt. Ach, herrje. Wir fahren mal vorsichtig vorbei. Wahrscheinlich haben die Raketenwerfer oder so und schießen uns gleich ab. Ja, ein bisschen was erkunden. Mal was anderes sehen als nur unter Wasser. Aha, aha. Aha, aha. Hm. Oh, Kampfmusik. Ja, die haben Gewehr. Da oben. Hört ihr die Musik? Ja, ne? Ich glaube nicht, dass wir jetzt zu den Sklavenhändlern wollen, weil am Ende werden wir hier noch versklavt. Mag ich nicht so. Das sieht doch auch schon wieder so bewohnt aus. Können wir aber auch nochmal einen Abstecher machen. Gucken wir mal, was hier angezeigt wird. Aber ich glaube, unsere Welt der Erkundung beschränkt sich erstmal auf Ground-Loot-Geschichten. Das ist doch bestimmt nicht. Nee, da sehe ich doch auch schon wieder einen Gegner. Aber wir fahren mal vorbei, dann wird angezeigt, was das ist. Na?
Die Jägervereinigung. Aha. Nee. Bin ich auch mal ganz schnell weg. Die Jäger haben bestimmt Gewehre. Hier sollten wir mal kurz das hier anpassen. So, na, fährt man doch glatt schon viel schneller. Ja, so in Schuss sieht das gar nicht mehr aus hier, das Hochhaus, ne? Bürgerzentrum? Unter Wasser oder was? Ah ne, das ist das. Ach, das hat er jetzt schon entdeckt, das Bürgerzentrum. Das ist neutral, cool. Oh, endlich ein neutraler Ort. Da können wir hin. Das ist schön, das Bürgerzentrum. Da gibt es ja schöne Burger. Lecker. Oh, hier unter uns ist auch alles voll, ne? Oh, das sieht nach einem Blutort aus. Krass. Man kann ja auch eine Wasserbase bauen, ne? Ich fahre hier mal so sneaky-mäßig dazwischen. Hoffentlich hänge ich nicht fest. Cool. Das Bürgerzentrum. Dann steigen wir mal aus und gucken uns das doch mal an, ne? Ob man hier reinkommt irgendwo. Vielleicht von innen. Nee. Hier unten? Hier komme ich auch nicht rein. Hä, wieso komme ich hier nicht rein? Och Menno, ich wollte ins Bürgerzentrum. Ich wollte mir einen neuen Reisepass beantragen, dass ich mal auf andere Insel darf. Hm. Okay, jetzt ich... Oh, da Polizeiauto. Da bin ich ja sofort dabei. Polizeiauto. Da sehe ich mich. Schöner Waffenloot. Jetzt mal eine Shotgun, bitte. Pistolenmunition. Pistolenteile wären auch gut. Oh ja, viel Munition für den Bolle. Das mögen wir. Aber wir müssen doch schon wieder hoch. Haben wir einen Booster dabei? Ja. Können wir gleich mal nehmen, wenn wir an der Oberfläche sind. Wir müssen unsere Suche jetzt wirklich konzentrieren auf... auf, sag schon. Auf alles, was Stoff bringt. Weil wir einfach diese Tauchflossen brauchen. Damit wird alles viel, viel einfacher gehen. Hoffe ich. So, oh, komm hier nicht rein. Oh nee, das ist. Hier soll man nicht rein. Hier kann man nicht rein. Sehr schade. Toll. Die neutralsten Orte sind natürlich auch die uninteressantesten. Die kommen gar nicht ins Gebäude. Und da ganz unten, da bringt mir auch nichts, weil bis ich da bin, ist mein Sauerstoff alle. Hier sehe ich auch nichts mehr, ist viel zu dunkel. Komm ich hier rein? Auch nicht. Oh, ich bin traurig. Was ist hier? Eine Röhre. Cool, hier ist nichts. Wow. Dafür schwimme ich hier runter. Ist auch nichts. Das ist ja doof. Blödes Bürgerhaus. Ja, aber ihr müsst doch, also kann doch nicht sein, dass man hier nicht reinkommt. Warum hätten sie das alles auch schenken können hier? Diese Dinger da, kann man die looten? Nee. Da unten ist ein Schrotthaufen, ja toll. Aber Schrott bringt mir auch nichts, dann komme ich wenigstens in das Gebäude da. Probieren es noch einmal hier rum. Hier sind wieder die Fische, die man jagen kann. Das ist zumindest ein Auto. Sieht auch nicht so aus, als käme man hier rein. Oder man muss sich den Weg freisprengen und braucht erstmal Bomben oder sowas. Oh, wir haben einen Bug. Guck mal, einen Sauerstoff. Hä? Irgendwie hat er bis eben keinen Sauerstoff verbraucht. Habt ihr das gesehen? Cool, ne? Keine Ahnung, wie es dazu kam, aber ich will mich auch nicht beschweren. Ja, gut, komm, wenigstens ein bisschen Stoff könntest du mal hier irgendwie gönnen. Ja, wow, wir müssen zurück, wir sterben. Scheiße, das war... Oh nein, oh nein, oh nein.
Ja doch, wir schaffen es aber. War jetzt ein bisschen übermotiviert, muss ich zugeben. Ein bisschen übermotiviert. Haben wir denn ein bisschen Stoff? Ein Stoff, es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Was sollen wir mit einem Stoff machen? Was ist das da? Ein LKW. Oh, LKW bringt aber viel Mut. Mut. Loot bringt es auch. Und das ist ein Hotel. Für die frustrierten Bürgerhausbesucher. Komponenten, Schrott, Gummi, noch mehr Schrott. Schrott? Ah, Schrott ist auch noch dabei. Oh ja, ein Schrott. Cool. Noch ein Schrott. Super. Bloß kein Stoff, bitte. Oh nein, ein Stoff. Ich habe doch gesagt, kein Stoff. Das hier ist ein Trümmerteil, ne? Ja, wow, wir haben zwei Stoff. Hurra. Wir brauchen jetzt, glaube ich, noch einen Stoff. Ja, dann haben wir drei Stoff. Und dann können wir das Seil bauen, was wir für die Angelroute brauchen. Beziehungsweise wir brauchen ja eigentlich zwei. Das heißt, wir brauchen noch vier Stoff. Oh, das ist ja wirklich kacke. Und unser Lungenboost ist ja schon wieder verbraucht. Ich glaube, ne? Nee, es war doch eben auch so viel. Ich verstehe das nicht. Das habe ich jetzt, glaube ich, gerade verschwendet. Komme ich hier unten rein? Gibt es hier Stoff? Hier ist da Stoff drin. Ist das ein Stoffschrank? Ist gar nichts. Ist das hier? Cool. Deko-Kram. Oh, und wir sind full. Das gibt's doch nicht. Komme ich hier rein? Auch nicht. Was haben wir hier? Mülleimer. Stoff. Komm, iss mal was. Ah nein, nicht Antibiotika, das war dumm. Was ist denn das hier? Staffelei brauchen wir auch nicht. So, komm jetzt. Nichts ab nach oben. Ah nein, Inventar voll. Es liegt jetzt alles noch rum. Ach ja, das war jetzt nicht so schlau. Wie viel Stoff haben wir jetzt? Da, drei. Das reicht für ein Seil. Oh, das ist wirklich... Also Stoff ist hier echt Mangelware, ne? Gut, ich meine, vielleicht gibt es hier irgendwo auch einen versteckten Eingang. Das will ich alles gar nicht bezweifeln. Und bestimmt ist hier noch viel Interessantes zu looten und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es macht keinen Sinn. Mit unserer Geschwindigkeit. Wir brauchen jetzt einfach Stoff. Und dann können wir Stoff geben. Und wenn wir Stoff gegeben haben, dann sind wir schneller. Und dann können wir sowas machen. Ja, such weiter, such weiter. Oh, ich will kein Schrottmetall. Find Stoff. Ist das doof gemacht. Er springt dann immer über, weil er das dann nicht ins Inventar packen kann. Dann packt man das dann vor die Kamera. Und dann denkt er, ich will das aufsammeln. Ja, ich meine, wir haben ja auch ein Boot, ne? Können wir auch Sachen reinpacken. Hätten wir auch auf alles rüberpacken klicken können? Wahrscheinlich, ne? So, ein so ein Ding essen wir. Und jetzt gehen wir wieder runter zu den Autos. Und da ist noch ein Laster. Laster mögen wir, denn Laster haben viel Loot und hoffentlich viel Stoff. Viel, viel Stoff, denn nur für den Stoff sind wir hier. Da, 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 da. Der Stoff, der Stoff, der Stoff ist hier. Ein Stoff, ein Stoff, ein Stoff ist hier. Ja, da war noch Schrottmetall. Ich habe es bewusst liegen gelassen, weil es ist mir vollkommen egal. Und ich sterbe gleich, weil ich total blöd bin. Oh, elektronische Teile. Wir haben keinen Sauerstoff mehr. Ich krieg die Krise. Dieses Spiel bringt mich auf die Palme. Und ich habe noch keine einzige Palme hier gesehen in diesem Spiel. Ich hoffe, wir können auch Palmen anbauen. Das fände ich sehr, sehr schön. Und ich kann auch nicht senkrecht nach unten schwimmen. Das macht mir auch total kirre. Ich muss immer so schwimmen. Wisst ihr? Das geht schnell. Das ist schön. Komm ich hier rein? Ja, hier ist... Ja, 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 ja. Hier ist Stoff. Das ist ein Bett. Wow, richtig viel Stoff. Wow, richtig viel Stoff. War das noch so ein Schrank? Da könnte irgendwas Wichtiges drin sein. Wir sollten uns mal angewöhnen, ein bisschen mehr auf den Sauerstoff zu achten, meine Freunde.
Weil das ist ja so die Sinn der Sache. Wir haben auch keinen Booster mehr. Merkt man schon, dass der Booster alle ist, ne? Ja, ein Booster. Alles nehmen. Perfekt. Das kam jetzt wirklich wie gerufen. So, dann wieder hoch. Dann können wir nochmal den Booster nehmen. Aber wenn wir jetzt mal gucken, wie breit dieser Sauerstoffbalken jetzt ist. Ich gucke, es geht genau bis nach da. Ich gucke genau hin. Gleich gucke ich da wieder genau hin und dann sehen wir mal, der Balken größer geworden ist. Bis da. Und jetzt nehme ich diesen Booster. Und jetzt geht er immer noch bis da nur. Vielleicht geht es doch ein bisschen langsamer zurück. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es bringt nichts. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es doch was bringt. Und das macht mir auch alles nicht glücklich hier. Da, Auto. Benzin. Benzin, was soll ich mit Benzin? Willst du etwas nie wiedersehen? Dann musst du es verbrennen mit Benzin oder so. Ich möchte aber etwas wiedersehen und zwar Stoff. Und das hier ist jetzt der Kleiderschrank voll mit Stoff. Pass mal auf. Ja, das Holz ist die erste Tür, die müssen wir aufhacken und dann kommt kein Stoff. Und Sauerstoff ist wieder alle. Wow. Boah, dieses Spiel ist gerade, bin ich richtig im Flow. Komm ich hier rein? Hoffentlich. Gerade fühle ich es richtig. Das Tauchsimulator. Mann, macht mich das sauer. Hallo und herzlich willkommen beim Agro-Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen Spiele, die mich richtig sauer machen. Wir haben keinen Spaß. Wir denken immer nur, das könnte jetzt unsere Chance sein. Dann kommen wir hier nicht rein, weil das Spiel uns nicht mag und nicht will, dass wir hier reinkommen. Und das ist Sinn dieses Let's Plays. Und wenn es euch nicht gefällt, dann gebt halt auch kein Like. Denn mir gefällt es alles auch nicht. Ich bin stinksauer hier und frag mich, was ich hier eigentlich mache an meinem freien Sonntag. Tauche ich hier ab und will einfach nur Stoff haben und krieg keinen Stoff. Und deswegen bin ich auch sauer und überhaupt. Mann. Ich habe keine Lust mehr jetzt hier zu looten. Wir gehen woanders hin. Blödes Burgerhaus. Guck mal, wenn ich so schnell im Wasser wäre, ne? Wäre schon alles ganz anders hier, ne? Hallo, fahren. So, weg. Weg, will ich nicht mehr sehen. Gucken wir mal auf der Karte. Dann fahren wir jetzt hier mal so einen Linksbogen. Und dann sehen wir weiter. Da müssen wir auch gar nicht erst hin. Da sind doch, sehe ich doch schon von hier, dass da 1000 Leute wohnen. Was war das hier für eine Insel? Da waren wir noch nicht, können wir mal dran lang streifen. Diesen großen Kasten, da können wir auch nochmal besichtigen. Aber eigentlich möchte ich jetzt auch nach Hause. Suche ich lieber bei mir vor der Haus. Ist das der Radio Tower hier? Nee. Nee, Radio Tower ist... Hä? Gar nicht angezeigt, aber es sah doch so aus. Hier mit diesem Ding da. Mit diesen Antennen und hier ist auch unser Todesteil auf der Insel. Weil wir jetzt blöd waren auszusteigen, ne? Aber irgendwie diese Anzeige funktioniert auch nicht so zuverlässig. Müsste jetzt oben mal kommt doch. Radiosenderinsel. Die Plünderer. Gibt es verschiedene Arten von Piraten und so hier? Können natürlich sein, ne? Mit der Armbrust könnte man hier auch ranfahren und die dann. Warte mal, nee, ich gehe da jetzt nicht mein Inventar holen. So wichtig war das gar nicht. Ich möchte jetzt lieber wieder zurück nach Hause. Die gestrandete Insel, ja, da müssen wir hin. Fahren wir noch hier einmal dran vorbei. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was looten. Und dann war es das, Freunde. Unbekannte Ruinen unter Wasser hier. Na komm, wir geben dem Ort hier auch nochmal eine Chance. Wir gucken es uns zumindest an. Das ist so ein Deal, oder? Ja, das ist nicht so tief. Guck mal, hier kann man was looten. Schrott, gib mir jetzt einfach nochmal Stoff. Das, was ist das da? Stoffbox. Ja, Stoff. Ja, ich hab meinen Stoff. Juhu. Oh, jetzt habe ich wieder gute Laune. Reicht das? Reicht das? Haben wir genug Stoff? Mal ja, jetzt hier so ein Seil. Ja, eins, zwei. Oh, perfekt. Guck mal, ich hab's doch gesagt. Ich hab doch gesagt, das macht doch richtig Spaß, das Spiel.
doch nie was anderes gesagt. Ist doch richtig geil. Guck mal hier, jetzt gehen wir hinten noch hin. Zack, nehmen wir diese beiden, hallo. Das, so, und jetzt, komm, jetzt machen wir hier mal schön. Machen wir hier mal schön. Gib doch mal her hier. Da, Flosse. Zack. Und ran an die Puschen. Wo kommt das hin? Hier? Oder hier? Schwimmen so schnell wie ein Schwimmen so schnell wie ein Schwisch. Verwenden. Wie kann ich das machen? Habe ich die jetzt an? Sie wird schneller? Ja, ne, oder? Hä? Kurzer Test. So ist normal. Bin ich blöd? Ja, es ist schneller, oder? Oder muss ich die hier hinpacken? Nee, kann ich gar nicht. Nee, guck mal, das ist schon richtig. Doch, wir sind schon deutlich schneller. Aber ich habe jetzt gedacht, dass wir noch schneller sind. Ist nicht schnell genug. Mann. Gut, dann will ich halt das Motording haben. Aber hier, oh doch, guck mal, hier sind wir jetzt echt schnell. Hier merkt man es jetzt richtig. Wenn ich die jetzt wegmache. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich glaube schon. Aber irgendwie habe ich jetzt echt gedacht, dass das schneller ist. Vielleicht habe ich sie auch falsch angelegt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Werdet ihr mir schon die Kommentare schreiben. Naja, dann müssen wir halt das Sauerstoffgerät bauen. Ne? Müssen wir erstmal erforschen. Und damit kommen wir dann vielleicht weiter. Gut, in der nächsten Folge können wir hier noch ein bisschen looten und dann geht's ab nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und denkt mal dran, in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das mit dem Looten künftig hier handhaben wollt. Also, tschüss. Macht's gut, euer Bolle. Hallo. Ich möchte schon noch im Boot bleiben, ne? Danke. Tschüss.